Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 58, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde, keine Verlängerung für den Einsatz von Glyphosat. Gesundheitsschutz geht vor. Zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend keine Neuzulassung von Glyphosat in der Europäischen Union und dazu den Dringlichen Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 70 der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Hessen reagiert auf Risiken von Glyphosat. Herr Rudolph zur Geschäftsordnung. Nur im Anschluss an die Aktuelle Stunde über unseren Top 25 abzustimmen. Aber die Einladungsliste sollen Sie mit mir wieder abstimmen. Wird gemacht. Gut, dann rufe ich als Erstes auf, als erste Rednerin, Kollegin Löber von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Heute entscheiden die Mitglieder der Europäischen Union über die weitere Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, da die bisherige Zulassung endet. Nicht nur 40% aller deutschen Felder werden mit Glyphosat behandelt, sondern auch Wege, Gleise, Kleingärten. In der ökologischen Landwirtschaft dagegen ist Glyphosat verboten. Die Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten und Vögeln wird durch Pflanzenschutzmittel eingeschränkt, die biologische Vielfalt zerstört, Pflanzen und Kräuter werden sogar resistent gegen die eingesetzten Mittel. Erste Pflanzen in den USA sind bereits resistent gegen alle vorhandenen Unkrautvernichtungsmittel. Aber ich komme noch sicherlich zu dem einen oder anderen, wo Sie das auch so sehen werden. Aber es geht auch ohne Glyphosat. Es wäre eine Rückkehr zur ursprünglichen klassischen Landwirtschaft mit Fruchtwechsel, Zwischenfrüchten über den Winter, mechanischer Unkrautbekämpfung, Pflügen der Felder anstatt Spritzen von Pflanzenschutzmitteln, langsames Trocknen der Ernte anstatt Spritzen für die Beschleunigung des Trocknungsprozesses. Bodenunfruchtbarkeit, auch das werden Sie sicher wissen, wird nur langsam sichtbar, da anfangs nur mehr Dünger eingesetzt wird, um die Unfruchtbarkeit zu bekämpfen. Für totgespritzte Felder, die über Jahre mit Glyphosat behandelt wurden, gibt es jedoch mittlerweile weltweit viele erschreckende Beispiele. Landwirte merken unterschiedliche Glyphosatanteile beim Futter direkt am Gesundheitszustand ihrer Tiere. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sind klar. Alleine das wäre schon ausreichend für ein Verbot von Glyphosat. Um sich vorzustellen, wie ein Gift wirkt, das alles auf dem Feld tötet, außer der zu erntenden Pflanze, dafür braucht man kein Wissenschaftler zu sein. Gehen wir einmal zurück in die Vergangenheit. Glyphosat wurde 1964 als chemischer Rohrreiniger patentiert, 1969 dann als Pflanzenschutzmittel patentiert. Ein Milliardengeschäft, von dem viele in diesem Bereich profitieren. Wer von uns möchte Rohrreiniger essen oder im Körper haben, selbst wenn die Dosen ganz gering sind und unter Grenzwerten liegen? Glyphosat ist ein Gift in Kombination mit anderen Chemikalien noch giftiger. Meist sind Pflanzenschutzmittel-Cocktails von 20 oder mehr Stoffen, die in der Kombination noch gar nicht untersucht wurden. Voraussichtlich sind diese Cocktails 100 bis 1000 Mal toxischer als Glyphosat alleine. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat erstmals 2000 die Gefahren von Glyphosat geprüft, letztes Jahr erneut. Leider kommt das BfR derzeit nicht zu einer gesundheitsschädlichen Bewertung von Glyphosat. Auch die WHO kommt zu widersprüchlichen Ergebnissen, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht. Lassen Sie mich hier aber einmal Beispiele nennen, warum es auch zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen kann. Man muss genau hinschauen, sind die Sachverständigen wirklich immer unabhängig von Lobbyverbänden der Industrie? Der Vorsitzende des Untergremiums der WHO, das zuletzt zu einer positiven Bewertung von Glyphosat gekommen ist, ist gleichzeitig Vizepräsident einer Industrieorganisation. Und Sie werden sicherlich bestätigen können, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes ist gleichzeitig Präsident des Lobbyverbandes Forum Moderne Landwirtschaft, wodurch er z. B. Hersteller von Pflanzenschutzmitteln vertritt.
Die unterschiedlichen Debatten über Gesundheitsgefahren durch Glyphosat werden bei der SPD nicht zu einem Umdenken führen. Wir sind gegen eine weitere Zulassung für Glyphosat. Wir bleiben beim Nein. Wichtig ist auch zu prüfen, wer die jeweilige Untersuchung bezahlt hat. Viele Studien sind meist von der Industrie selbst in Auftrag gegeben und bezahlt worden. Die Sachverständigen bewerten oft nur die verarbeiteten Daten einer Industriestudie und nicht die dazugehörigen Rohdaten. Noch werden die Daten geprüft. Zudem wird oft nicht transparent gemacht, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Wir brauchen endlich unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen der kompletten Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthalten. Das muss endlich von der Politik vorangebracht werden. Die Frage alleine ist nicht nur, ob Glyphosat krebserregend ist, sondern wie Glyphosat, das in der Landwirtschaft, im Essen, in Hygieneartikeln und vielem mehr zu finden ist, in Summe wirkt und dabei Mensch, Tier und Natur schadet. Gifte und Pestizide in Nahrungsmitteln sind zwar meist unter festgelegten Grenzen. Ich denke aber, wir alle wollen toxin- und pestizidfreie Nahrung und kein Gift im Essen. Leider ist es nicht mehr nur ein sachlicher, sondern mittlerweile ein politischer Konflikt. Lassen Sie uns zur Sachpolitik zurückkommen und alle gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Glyphosat. Die SPD hat sich auf Bundesebene zwar spät gegen eine Wiederzulassung von Glyphosat positioniert. Kollegin Löber, kommen Sie bitte zum Schluss. Aber letztlich sollte das eigene Gewissen im Vordergrund stehen. Von dieser Verantwortung kann sich niemand freimachen. Natur, Umwelt, Tierschutz sollten wir uns alle über wirtschaftlichen Interessen stehen und der Schutz der Verbraucher an erster Stelle. Unsere Sicherheit und Gesundheit und die unserer Kinder ist das Wichtigste. Wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen, da das eigentliche Thema umschifft wird. Sie hätten ergänzen sollen, der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass die Regierungsparteien unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema Glyphosat sind. Vielen Dank. Nächstes Mal wächst der Strom ab. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Müller-Klepper, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln erfolgt im geeinten Europa aus gutem Grund in Brüssel. An der Entscheidung ist die Bundesregierung beteiligt, so auch im Fall von Glyphosat. Und hier vollführt die SPD-Bundesumweltministerin mit einem kurzfristigen Kurswechsel einen Eiertanz. Erst ist sie für die Neuzulassung, dann ist sie, obwohl sich die Faktenlage nicht geändert hat, dagegen. Verlässliche Politik, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Hessen ist am Entscheidungs- und Zulassungsprozess in keiner Weise beteiligt. Dennoch können wir uns gerne über die Grundlagen und Verfahren unterhalten, nach denen Mittel zugelassen werden sollen. Solche Prozesse dürfen kein Ort für politische Spielchen oder Wahlkampf sein, denn es geht um Grundlegendes, um den Gesundheitsschutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Unsere Nahrungsmittel und unsere Verbrauchsgüter müssen gesundheitlich unbedenklich sein. Produktsicherheit muss immer Vorrang vor ökonomischen Interessen haben. Das gilt auch für das Thema Glyphosat. Dies wird durch ein engmaschiges Netz von gesetzlichen Regelungen, Kontrollen, durch permanente wissenschaftliche Begleitung und darauf basierende Weiterentwicklungen der Maßnahmen bis hin zum Verbot gewährleistet. Es muss bewertet werden, ist ein Stoff sicher für Mensch, Tier und Umwelt. Zahlreiche Bewertungsbehörden haben sich im EU-Verfahren intensivst mit der Frage beschäftigt, ob die Zulassung von Glyphosat verlängert werden kann. Das Ergebnis: Die zuständigen Experteneinrichtungen in Deutschland wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das Julius-Kühn-Institut, das Bundesinstitut für Risikobewertung und das Bundesumweltamt haben die Neuzulassung für vertretbar gehalten. Und ebenso ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit eindeutig zu dem Schluss gekommen,
dass der Wirkstoff zulassungsfähig ist, dass er den Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie für Pflanzenschutzmittel entspricht und keine krebserzeugenden Risiken hat. So hat es vor einigen Tagen auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Welternährungsorganisation FAO bestätigt. Ja, meine Damen und Herren, es gibt Rückstände, zum Beispiel in Lebensmitteln und in Baumwollprodukten. Ja, Rückstände sind mit modernen Methoden auch im menschlichen Körper nachweisbar. Aber sie sind vorhanden und nachweisbar in Mengen, die von der Wissenschaft als unbedenklich eingestuft werden, und zwar mit 100-fachem Sicherheitspuffer. Das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, und er ist zu berücksichtigen, so wie es das Votum des Europäischen Parlaments getan hat und so wie es der neue Entwurf der EU-Kommission für die weitere Zulassung tut. Entscheidend sind Sachlichkeit und Fachlichkeit, und das rechtsstaatliche Zulassungsverfahren garantiert beides. Es ist wissenschaftsbasiert. Auf welcher Basis, meine Damen und Herren, sollte denn sonst eine solche Entscheidung getroffen werden? Doch nicht auf der Basis von effekthaschenden Schlagzeilen, die dann beim Faktencheck wie eine Seifenblase zerplatzen, wie das jüngst bei der Botschaft Glyphosat im Bier der Fall war. Der Konsum wäre wegen Glyphosatrückständen erst ab einer Menge von 1.000 Litern täglich gesundheitsschädlich. Die zuvor eintretende Alkoholvergiftung würde das wahrscheinlich verhindern, meine Damen und Herren. Das Ziel der Landesregierung ist, dass Herbizide so wenig wie möglich verwendet werden. Wegen der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen, aber auch aus Gründen des Umwelt- und Artenschutzes muss der Einsatz von chemischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln noch stärker und noch schneller reduziert werden. Auf öffentlichen Flächen zum Beispiel muss man kein Glyphosat einsetzen. Deshalb haben wir das eingeschränkt. Unser Ziel ist auch, dass Pflanzenschutzmittel nur sachkundig und sachgerecht eingesetzt werden. Die Landwirte verfügen über diese Sachkunde, und sie werden vom Landesbetrieb intensivst in diese Richtung beraten. Auch hier haben wir Schritte unternommen. Und außerdem muss man landwirtschaftliche Flächen, auf denen Glyphosat genutzt wird, nicht mit Greening-Mitteln fördern. Meine Damen und Herren, Kollegin Müller-Klepper, kommen Sie bitte zum Ende. Daran arbeiten wir, und daran arbeitet vor allem Frau Ministerin Hinz. Das, was wir in Hessen regeln können, das tun wir. Die grundsätzliche Frage aber, ob und unter welchen Bedingungen Glyphosat einsetzbar ist, die wird in Europa und nicht hier in Wiesbaden getroffen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Müller-Klepper, Ihre Rede hat mich echt beeindruckt, und dass die GRÜNEN dazu geklatscht haben, hat mich noch mehr beeindruckt, muss ich schon sagen, echt entlarvend. Weil ich verstehe auch nicht, wenn Sie nachher Ihrem eigenen Antrag zustimmen, wie Sie das können nach der Rede. Da steht nämlich im ersten Absatz, der Landtag betont, dass die gesundheitliche Unbedenklichkeit von allen Nahrungsmitteln und Verbrauchsgütern höchste Priorität hat. Gesundheitlich schädliche Wirkungen müssen im Sinne eines vorsorgenden Verbraucherschutzes ausgeschlossen werden. Das steht hier. So, und wenn Sie sich dann anschauen, dass die WHO sich selber noch intern noch nicht einmal einig ist, und dass in dieser Uneinigkeit Gutachten gegen Gutachten jagen und gegen Gutachten wieder von Gutachten gejagt wird, dann wissen wir definitiv, dass wir keine Klarheit haben. Und solange wir keine Klarheit haben, können wir uns nicht auf etwas einlassen, das wir in der gesamten Nahrungsmittelkette wiederfinden. Und sich dann darüber lustig machen, dass man Koma saufen müsste, um sich mit dem Bier zu schädigen, wenn die Schädigung schon mit der Muttermilch beginnt, finde ich verantwortungslos. Da
Dass wir das in allen anderen Nahrungsmitteln finden, wissen wir doch auch. In Lateinamerika wird Glyphosat vor allem im Anbau von gentechnisch verändertem Soja eingesetzt. Die Arbeiterinnen auf den Sojaplantagen sind weit höheren Glyphosatdosen ausgesetzt. Und da kommen wir der Sache dann näher als die Verbraucher hier. Und von dort kommen seit Jahren Meldungen über Fehlgeburten, Fehlbildungen von Neugeborenen und Krebserkrankungen. Und das Ganze erinnert schon sehr an die Geschichte von DDT. Ganz generell müssen wir uns die Frage stellen, was der Einsatz von Totalherbiziden wie Glyphosat bewirkt. Soll es auf dem Acker alles abtöten, was grün ist? Das ist mal das Erste, außer der von einem Konzern patentierten Nutzpflanze. Zum einen ist der flächendeckende Einsatz von Glyphosat ein großes Problem für die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und steht im Widerspruch zur Biodiversitätsstrategie der Bundesrepublik. Aber wer gestern Abend beim Parlamentarischen Abend des BUND war, der konnte von Frau Dr. Edel auch lernen, dass jede Tonne zusätzlichen Humus auf dem Acker 1,8 Tonnen CO2 bindet. So, und man konnte darüber hinaus lernen, dass hochindustrielle Monokulturlandwirtschaft jedes Jahr auf jedem Hektar eine Tonne Boden verliert. Verliert. Und auch das ist eine Tatsache, und dem muss man entgegentreten. Zweitens setzt das Konzentrat Totalherbizid den Einsatz von genetisch veränderten Pflanzen auf dem Acker voraus, wenn man es denn auf dem Acker ausbringen will. Und ihr Einsatz ist mit weiteren Risiken verbunden, die die Mehrheit der Bevölkerung nun einmal ablehnt. Drittens gelangen die landwirtschaftlichen Betriebe in eine noch stärkere Abhängigkeit zu Monsanto und Co. Über die Preise für Herbizide, angepasstes Saatgut und Dünger bestimmen die Agrarmultis letztlich über die Gewinnmargen eines Betriebes und ob die Menschen von ihrer Arbeit leben können oder ob sich nur noch Großbetriebe durchsetzen. Das ist es das, was Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt will? Wollen wir eine Landwirtschaft, die nur noch aus Industriebetrieben besteht, oder wollen wir kleinbäuerliche Landwirtschaft? Insbesondere in Hessen müssen wir uns diese Frage sehr genau stellen. Und Ähnliches gilt für den Präsidenten des Bauernverbandes. Wir haben vorhin schon von den Verstrickungen gehört. Da frage ich mich doch, wessen Interessen vertritt er eigentlich? Und wenn Sie hier mit den kleinen Landwirten reden, dann werden Sie nicht finden, dass die sich von ihm vertreten fühlen. Glyphosat nicht wieder zuzulassen, ist sachlich die richtige Entscheidung. Wir wünschen uns das für alle Totalherbizide. Deutschland könnte das Zünglein an der Waage sein, ist es sogar der Koalitionsführung der SPD im Bundestag, unterstelle ich jedoch ein rein strategisches Vorgehen. Das muss ich an der Stelle mal ehrlich sagen. Es war doch schon klar, dass sich das CSU-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium, weil er die Interessen der Agrarindustrie und Großbauern vertritt, als die des Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz für eine Wiederzulassung aussprechen würde. Warum die SPD in der Regierungsberatung auch für die Wiederzulassung von Glyphosat stimmte, jetzt aber für das Gegenteil eintritt, ist nicht inhaltlich, sondern nur mit Streben nach Popularitätspunkten im Vorwahlkampf zu erklären, weil sonst hätten Sie das auch schon viel vorher sagen können. Aber letztendlich ist mir das wurscht, wenn die SPD an der Stelle ausnahmsweise mal nicht umfällt. Die Chancen dafür stehen ja ganz gut. Schließlich haben wir keine 24 Stunden mehr bis dahin. Und was der weichgespülte CDU-Grünen-Antrag anbelangt, den finde ich an der Stelle wirklich unangemessen, weil dann zeigt sich mal wieder sehr deutlich, dass Sie sich nicht einig sind, dass Sie etwas gemacht haben, was eine Kompromissformel darstellt. Und wenn Sie das inhaltlich meinen würden, meine Damen und Herren von der CDU, was Sie hier aufgeschrieben haben, dann müsste doch klar sein, dass Sie gegen Glyphosat stimmen. Und dann hätten wir eben heute europaweit für Deutschland nicht nur eine Enthaltung, sondern eine eindeutige Gegenstimme. Und das wäre mal konsequent durchdacht von dem, was Sie hier aufgeschrieben haben, zu dem, was Sie tun. Denn das, was Sie hier aufschreiben und Ihr Handeln, klafft mal wie immer weit auseinander. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Feldmayer, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ob Glyphosat weiter zugelassen wird, wie lange und zu welchen Bedingungen, das wird seit gestern, wahrscheinlich heute, vielleicht dauert es auch noch ein paar Tage, aber es wird auf jeden Fall in Brüssel entschieden und nicht hier. Meine Damen und Herren von der SPD, da können Sie auch die Verantwortung nicht verlagern. Das funktioniert nicht. Und ich meine, unsere
unserer Umweltministerin, da traue ich ja vieles zu. Aber dass sie jetzt nach diesem Antrag losfährt und sich bei der EU-Kommission in Brüssel ankettet, also das glaube ich nicht. Also ich glaube, da täuschen Sie sich, wo die Verantwortung tatsächlich liegt. Die liegt bei der Bundesregierung, die liegt bei den jeweiligen Nationalstaaten, und das wird heute dort entschieden. Zu meiner Meinung komme ich gleich. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ja auch in der Sache bei Ihnen. Ja? Aber Kollegin Schott hat es auch angesprochen, denn den SPD-Ministern, der Ministerin, ist es doch wirklich sehr, sehr spät eingefallen, wo sie da eigentlich stehen. Und ich meine, das Thema ist sehr vielfach im Bundestag debattiert worden. Die SPD hatte dort reichlich Zeit gehabt, auch ihre Meinung kundzutun und entsprechend abzustimmen. Und da schauen wir mal an, wie sie jeweils abgestimmt hat. Jetzt schauen wir uns an den Antrag mit der Drucksache Nummer 7675 von 24.02.2016. Da hat in namentlicher Abstimmung ist dieser Antrag abgelehnt worden mit den Stimmen der SPD. Letzte Woche gab es einen Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen, Drucksache Nummer 8394, der eine erneute Genehmigung des Pestizids nur zum jetzigen Zeitpunkt ablehnt. Dieser Antrag sollte, weil da hatte sich schon abgezeichnet, dass Ihre Minister sozusagen da einen Sinneswandel hatten, dass sie jetzt dagegen stimmen wollen, da hat sich abgezeichnet, dass dieser Meinungswandel kommt. Und was ist passiert mit diesem Antrag? Es wurde verhindert, dass dieser Antrag der GRÜNEN im Bundestag abgestimmt worden ist. Das wäre dringlich gewesen, dass der noch abgestimmt worden wäre. Was ist passiert? Der ist in den Ausschuss geschoben worden und wird nicht mehr rechtzeitig debattiert werden. So viel zum Interesse der Sozialdemokratie beim Thema Glyphosat und genau da, wo es darauf ankommt. Gestern eine dpa-Meldung, die haben Sie vielleicht auch gesehen. Glyphosat ist der SPD, den SPD-Ministern so wichtig, dass das Thema Glyphosat im Kabinett noch nicht einmal aufgerufen worden ist. Es war überhaupt kein Thema gewesen. Also glaubwürdig sieht anders aus, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie. So, aber jetzt komme ich noch einmal zum Inhaltlichen. Ich bin auch der SPD trotzdem dankbar. Wir haben das Thema ja schon einmal aufgerufen in unserer Aktuellen Stunde Glyphosat in Muttermilch. Ich bin Ihnen trotzdem dankbar, dass Sie dieses wichtige Thema noch einmal aufgerufen haben und möchte gerne noch einmal unsere Position dazu darstellen. Wir finden Pflanzenschutzmittel, Totalherbizide, Glyphosat, all diese Pflanzengifte haben weder etwas im menschlichen Körper zu suchen, noch irgendetwas in Lebensmitteln, meine Damen und Herren. Zweiter Punkt. Der Wissenschaftsstreit, ob Glyphosat gesundheitsschädlich ist oder nicht, der wird immer noch weitergeführt. Der politische Streit wird weitergeführt. Wir sind keine Wissenschaftler. Wir können diesen Streit nicht auflösen. Aber es ist doch zweifelsohne belegt, dass es diesen Streit gibt. Und ich finde auch, man sollte abwarten, bis dieser Wissenschaftsstreit sozusagen beigelegt ist, bis klar ist, ist es schädlich oder nicht. Zweitens. Unwiderlegbar ist doch, dass Glyphosat der Artenvielfalt schadet. Wir Menschen, wir alle sind darauf angewiesen, dass unsere Artenvielfalt weiterhin besteht. Wir kennen doch alle die Bilder von China, wo es keine Artenvielfalt mehr ist. Wir kennen doch die Bilder, wo die Bäume von Hand bestäubt werden müssen, weil die Bienen, weil die Hummeln, weil also diese ganzen Bestäuber durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln getötet worden sind. So etwas wollen wir hier nicht haben, in Deutschland, nicht in Europa, am besten nicht in der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, warum gibt es so viel Streit um das Thema Glyphosat? Ich glaube, es geht nicht nur einzig und allein um diesen Wirkstoff, sondern es geht ja darum, dass ein großer Teil der Landwirtschaft auf diesen Wirkstoff angewiesen ist. Und da muss ich sagen, also wenn es so ist, dass dieses Mittel, dass das systemrelevant ist und dass das ganze System ins Schwanken kommt,
wenn dieses Mittel entzogen wird, dann, meine Damen und Herren, dann haben wir ein Problem in der Landwirtschaft. Dann müssen wir sagen, wir müssen unsere Landwirtschaftspolitik, wir müssen die Landwirtschaft anders ausrichten. Und genau bei diesem Thema sind wir schon in Hessen sehr gut dabei mit der Förderung des Ökolandbaus, aber auch mit der Förderung von Agrarumweltmaßnahmen. Genau hier hat die Landesregierung bereits gehandelt. Und genau das tun wir hier zusammen, Schwarz-Grün und die Umweltministerin. Das ist kein Eierkurs, Kollegin Herr Kollegin Feldmayer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Das ist kein Eierkurs, sondern man muss das tun, was man an seinem Ort tun kann. Wir tun hier in Hessen, was wir tun können für eine andere Landwirtschaftspolitik. Machen Sie Ihre Arbeit in Berlin und in Brüssel, wo Sie Ihre Arbeit machen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Glyphosat hat uns hier schon mehrfach beschäftigt. Was ich in dieser Diskussion dann bemerken kann, ist, dass wir längst von einer Diskussion, auch in den Medien aktuell, von der Frage, ist Glyphosat krebserregend, weggekommen sind, hin zu einer Frage, ist Glyphosat schädlich für die biologische Vielfalt. Das ist, fällt auf, denn selbst wenn sich grüne Vorzeigepolitikerinnen wie Frau Künast in solch eine Richtung äußern und die Frage der Krebserregung nicht mehr in den Mund nehmen, zeigt, dass die Fachleute, die Experten, ob das die WHO ist oder auch das Bundesamt für Risikobewertung, doch wohl aus richtig gelegen haben. Wenn das so ist, meine Damen und Herren, führen wir bei Glyphosat eine andere Diskussion. Dann ist das keine Diskussion mehr, ob es hier über den Verbraucherschutz geht, sondern geht es darum, ob wir die Biodiversität erhalten wollen. Da muss man sagen, Glyphosat ist ein Unkrautvernichtungsmittel, ein Totalherbizid. Und diese Aufgabe nimmt es hervorragend wahr. Im Moment gibt es keine bessere Alternative. Es gibt keine bessere Alternative, denn alle anderen Alternativen, selbst das Unterpflügen, haben auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft und auf die Bodenbeschaffenheit, die auch nicht ganz unproblematisch sind. Wer die Frage also, wollen wir Unkrautvernichtungsmittel überhaupt einsetzen, der muss natürlich dann auch Fragen beantworten, wie gehen wir dann z. B. an Bahngleisen vor, wie wir solche Bahngleise tatsächlich dann freihalten und die Sicherheit für den Schienenverkehr sicherstellen. Meine Damen und Herren, da sind wir in einer anderen Diskussion. Viele Zahlen zeigen das auch. Prinz hat es ja selber einmal in der Diskussion im Vergleich gemacht. Also die Fragen von Rückständen von Glyphosat in Nahrungsmitteln, das ist eine Frage, ob ich die Grenzwerte überschreite. Aber wenn die Grenzwerte so tief unten sind, die beinahe lächerlich sind, meine Damen und Herren, das Beispiel von 1.000 Liter Bier, das stimmt, also die Alkoholvergiftung ist mir dann auch so schnell in den Kopf geschossen, aber das gilt auch bei der Muttermilch. Ich hatte Ihnen ja dann beim letzten Mal schon gesagt, also das Baby müssen Sie mir da mal zeigen, dass so viel Muttermilch dann zu sich nimmt jeden Tag. Das muss ein ausgesprochener Wonneproppen werden, der dann tatsächlich diese Mengen täglich zunehmen kann. Meine Damen und Herren, das ist ein blöder Spruch. Die Menge macht das Gift, aber wir sind jetzt mittlerweile auch in einer anderen Diskussion angekommen. Und da kann man natürlich dann auch anderer unterschiedlicher Auffassung sein. Aber die Frage der Gefährdung. Lassen Sie mich da nur noch einmal kurz darauf kommen. Ich habe das oft erlebt. Es hieß zum Beispiel, dass Leuchtstofflampen, das sind die Dinger, meine Damen und Herren, die hier oben in diesem Saal verbaut sind, epileptische Anfälle auslösen. Das hatten wir eine große Panik in den 70er Jahren. Ich habe noch niemanden, ich habe noch keinen Kollegen erlebt, der mir gesagt hätte, dass er hier in diesem Raum Probleme hätte, gesundheitliche Probleme. Wir hatten eine ähnliche Diskussion, was den Elektrosmog anbelangt. Meine Damen und Herren,
Elektrosmog war in aller Munde. Wenn wir bei der Beleuchtung bleiben, kann ich Ihnen sagen, heute gilt als die modernste Errungenschaft die LED-Beleuchtung. Überall da sind Transformatoren eingebaut. Überall da wird Elektrosmog erzeugt. Jeder hat ein Handy, jeder hat mittlerweile ein Tablet. Kein Mensch redet mehr davon, dass dieser Elektrosmog gesundheitsgefährdend ist. Und es wird beim Glyphosat nicht anders werden. Die Gesundheitsgefährdung von Glyphosat ist überhaupt nicht nachgewiesen. Eine totale Sicherheit, die wird es nicht geben können. Aber die werden Sie niemals erreichen können. Und, meine Damen und Herren, wenn hier von Herumgeeierei gesprochen wurde, ist also, wenn ich mir dann den Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN anschaue, das ist dann wirklich ein Eiertanz. Da habe ich mich dann ehrlich gefragt, ja, was denn nun? Was will denn jetzt CDU und GRÜNE? Denn da hätte ich ja dann auch den Absatz vermisst, dass wir darüber abstimmen sollen, dass sie sich an diesem Punkt nicht einig sind. Der hätte vielleicht dann noch dazugehört, dann hätte das diesen Antrag vielleicht dann rund gemacht. Wir werden auf jeden Fall beide Anträge ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Frau Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es kommt ja selten vor, dass über einen Pestizidwirkstoff wie das Glyphosat jetzt nicht nur in den Abendnachrichten ausführlich berichtet wird, sondern dass ein öffentlicher Streit stattfindet, der dann auch die Politik in diesem Maße erreicht. Es ist unklar bis zur Stunde, wie sich Deutschland verhalten wird im zuständigen EU-Ausschuss. Wir wissen, dass andere Mitgliedstaaten wie Frankreich heute nicht zustimmen werden. Auch dies ist ein erstaunlicher, aber konkreter Befund. Das heißt, auch in anderen Ländern ist das Misstrauen gegenüber einer jetzigen Zustimmung zur Zulassung von Glyphosat sehr hoch. Ob die Kommission dann am Ende des Verfahrens Glyphosat im Alleingang zulassen wird, wenn es keine qualifizierte Mehrheit heute im EU-Ausschuss gibt, auch das ist noch fraglich. Möglicherweise gibt es eine Verabschiebung der Abstimmung. Das werden wir heute im Laufe des Tages erfahren. Ich möchte aber mich jetzt nicht weiter zum Verfahren aufhalten, sondern zum Inhalt der aktuellen Diskussion um die Ergebnisse der unterschiedlichen Gremien der WHO, ob Glyphosat nun krebserregend ist oder nicht, doch einmal einlassen. Denn dass die Ergebnisse sich vermeintlich widersprechen, hängt damit zusammen, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen etwas Unterschiedliches untersuchen sollten und deswegen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Während das Bundesinstitut für Risikobewertung wie auch Teile der WHO-Gremien versucht haben, ein möglichst konkretes Risiko für Glyphosat für üblicherweise aufgenommene Mengen zu ermitteln, hat die Internationale Krebsforschungsagentur IARC versucht zu ermitteln, ob Glyphosat überhaupt krebserregend ist. Das macht einen Unterschied. Mit den jüngsten Ergebnissen wird die Einschätzung der Internationalen Krebsforschungsagentur deshalb nicht aufgehoben. Weil die Frage ist nicht, ob das Gift nachgewiesen werden kann. Es kann nachgewiesen werden im Körper, sondern die Frage ist, wie viel Gift eigentlich zu Krebs führt. Und dazu gibt es noch keine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und deswegen entscheidet, wie bei so vielen Dingen im Leben, am Ende die Dosis, ob wir es mit Gift zu tun haben oder mit einem Pflanzenschutzmittel, das nicht weiter erheblich ist für die Gesundheit. Und, Herr Lenders, dass es die Biodiversität schädigt, das ist wissenschaftlich ziemlich unumstritten. Also, darüber muss man hoffentlich auch hier in diesem Hause
nicht mehr reden. Aber da wir es im Umwelt- und Verbraucherschutz häufig mit solchen Fragestellungen zu tun haben, nämlich die Frage, ab welcher Dosis ist es auch tatsächlich ein solches Mittel gesundheitsschädlich, sind wir bislang immer gut damit gefahren, uns am Vorsorgeprinzip zu orientieren. Dementsprechend haben wir in Hessen das gemacht, was wir machen konnten, was in unserer Kompetenz liegt, wo wir eine Zuständigkeit haben. Ich hoffe, dass sich auch der Bund und die EU-Kommission beim Thema Glyphosat und bei der Wiederzulassung ihrer Verantwortung bewusst sind und bewusst bleiben. Denn dass die Bundesregierung und ein Teil der Bundesregierung hier nicht schon immer gesagt hat, ganz klar, was sie wollen, das ist, glaube ich, in den Debatten vorher schon klar geworden. Wir haben auch bei der Frage Bier zum Beispiel, wo man ja sagen kann, also 1000 Liter Bier trinkt kein Mensch am Tag, kann auch keiner trinken, weil er vorher anders stirbt, aber nicht an Glyphosat. Vielleicht ertrinkt er dann auch, je nachdem, woraus er das Bier auf einmal trinken will. Genau. Aber die Frage ist ja auch bei den Eintragspfaden, wie kumuliert sich eigentlich über diese verschiedenen Eintragspfade Glyphosat im Körper? Auch dieses ist noch nicht endgültig erforscht und entschieden. Von daher bestehe ich schon darauf, dass wir eine stärkere Forschung dahingehend brauchen, dass wir wissenschaftlich fundierte Ergebnisse brauchen, um wirklich auch genau zu wissen, wie man ein solches Herbizid anwenden sollte und ob man es überhaupt noch anwenden sollte. Wir haben in Hessen 2014 die Anwendungsbestimmungen für Spätbehandlungen in Getreide, die sogenannte Sikkationsanwendung, deutlich verschärft. Das heißt, im Ergebnis haben wir keine Rückstände mehr bei Untersuchungen. Wir haben die pflanzenschutzrechtlichen Genehmigungsmöglichkeiten für Freilandflächen, Friedhöfe, Parks, Schwimmbäder, all das, was öffentlich zugänglich ist, bereits drastisch verschärft. Es muss Frau Staatsministerin, ich weise auf die Redezeit der Fraktion. Ich komme auch zum Schluss. Die Landesregierung hat weiterhin Fördermittel von fast 18.000 € für Untersuchungen zur Risikoabschätzung an hessische Einrichtungen, den LHL und die Uni Gießen, vergeben. Das ist das, was wir auf Landesebene tun können. Auf Agrarministerkonferenzen habe ich mich immer eingesetzt dafür, dass es keine Zulassung von Glyphosat gibt, bevor nicht wissenschaftlich fundierte Ergebnisse auf dem Tisch sind. Ich muss sagen, SPD-Agrarminister haben uns weitestgehend im Regen stehen lassen. Deswegen kamen solche Beschlüsse nicht zustande in Agrarministerkonferenzen. Das zu der Frage, wie die Partei SPD aufgestellt ist. Das können Sie auch nachlesen in den entsprechenden Dokumenten. Ich hoffe, dass es eine Abstimmung gibt in der EU zugunsten des Verbraucherschutzes, zugunsten der Vorsorge. Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung sich hier weiter aufstellen wird. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 58 abgehalten. Ich rufe auf die Drucksache 19, Tagesordnungspunkt 25. Mir wurde mitgeteilt, dieser Antrag soll direkt abgestimmt werden. Dann rufe ich zur Abstimmung auf. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Ja. Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und Abg. Öztürk. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, GRÜNEN und FDP. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 70. Das ist der Entschließungsantrag.
Ja, bitte zur Geschäftsordnung, Frau Dorn. Frau Präsidentin, wir hatten Sie gebeten, dass auch der Antrag von CDU und Grünen zu Glyphosat abgestimmt wird. Wenn Sie mich zu Ende hätten reden lassen, ich war gerade dabei. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 70. Das ist der Entschließungsantrag von der Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19/3407 aus 19. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, FDP-SPD. Enthaltungen. Das ist der Abg. Öztürk und die Fraktion der LINKEN. Damit ist dieser Antrag angenommen.